Moin moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Waste Weather Grid. Ja, es ist ein paar Tage her, wenn nicht ein paar Wochen, seitdem mal wieder was kam. Geschweige denn, seitdem ein letztes Video von Waste Weather Grid kam. Ich muss einfach sagen, ich hatte in den letzten Tagen wirklich wenig Zeit. Und wenn ich Zeit hatte, konnte ich nicht. Also, es war halt so, in der ersten Woche wollte ich aufnehmen, da war ich dann aber krank. In der zweiten Woche war ich in Berlin auf Kursfahrt. In der dritten Woche, was war eigentlich in der dritten Woche? Genau, in der dritten Woche hatte ich ein bisschen Schule und jetzt ist halt gerade Anfang der vierten Woche sozusagen. Und, ja, jetzt kommt endlich mal wieder was. Also tut mir leid, dass da relativ wenig kam. Ja, ich versuche jetzt einfach mal wieder ein bisschen mehr zu bringen, um das in Anführungszeichen wieder gut zu machen. Aber ich denke mal, so schlimm ist es nicht. Deswegen, ich würde aber auch einfach sagen, wir machen einfach weiter, ohne groß weiter zu labern. Und beim letzten Mal haben wir ja die 24 Stunden von Le Mans relativ unerfolgreich beendet. Und jetzt machen wir einfach weiter beim ersten Rennen von der J-Speed Super 2 Serie. Und zwar haben wir direkt mal ein Backup-Drift-Event. Es könnte lustig werden. Wir haben zurzeit eigentlich nur den Coating A86, oder? Wir könnten uns mal wieder was Neues holen. Bei denen sind wir jetzt schon relativ lang gefahren. Was holen wir uns denn mal? Ein X7 wäre schon ziemlich cool, muss ich ja sagen. Und den möchte ich mir eigentlich noch ein bisschen aufheben. Komm, ich hole mir einfach mal den Toyota Sowa, allein weil das ein Auto ist, was es normalerweise nicht so oft in Rennspielen gibt. Ist so ein typisches japanisches Drift-Auto auch, was in Europa eigentlich kaum bekannt ist. So, gehen wir einfach mal zum Rennen. Hoffen wir mal, dass er sich einigermaßen gut fährt. Ich muss auch wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen, weil ich habe jetzt seit gut 4 Wochen oder so nicht mehr Waste Weather Grid gespielt. Deswegen könnte es ganz lustig werden. Fahren wir gegen den direkt oder? Okay, ist einzeln. Also nur Punkte. Oh, ja, ich merke es gerade, es war ziemlich schwer zu driften. Das hatte ich. Was, es war ein Wall-Tap? Hallo. Also es kann sein, dass wir das Event wirklich mal neu starten werden, weil ich muss erstmal wieder reinkommen. Na komm rum. Was? Okay, das werde ich mal einfach mal zurückspulen. Ja, das Spiel ist teilweise etwas gemein, was so Berühren angeht, weil eigentlich, das eben war ja wirklich kaum berührt, das war eigentlich eher so ein Wall-Tap und der zieht einen dann schon die Punkte ab. Ist gemein, aber nun ja, muss man halt mal drüber wegsehen. Im echten Driftsport wird das wahrscheinlich sogar noch eher Punkte geben. Weil man sein Auto dabei ja nicht wirklich beschädigt hat. Oh Gott. Na gut, das wird das Ende sein. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass die Bergabstrecke hier so lang war. Oh, ja. Er ist relativ träge, der Toyota. Komm rum. Mein Gott. Hallo. Ja, natürlich. Ich glaube, das werden wir neu starten müssen, weil das sind echt nicht viele Punkte, die ich hier gerade mache. Und oh, ich verliere auch dauernd Punkte, weil der das nicht als Drift zählt, wenn man irgendwo leicht gegenkommt. Oh,
Schauen wir mal, wie viel hat der andere? Ich denke mal, er hat mehr. Ah, haben wir noch ganz knapp gewonnen, aber das wird sehr schwer beim nächsten Typen schon mal. Müssen wir schauen, dass wir uns ein bisschen mehr ranhalten. Okay, ein AE86 hat er. Das macht aber Spaß zu driften, muss man wirklich sagen. Also, das haben sie gut hinbekommen, weil es ist anspruchsvoll, aber unglaublich befriedigend, wenn man es dann mal hinbekommt. Oh, das hat schön viel Punkte gegeben. Das läuft doch schon besser. Na komm rum. Schlecht. Das war noch schlechter. Da hat er komischerweise nicht die Punkte abgezogen. Hallo. Mein Gott. Er hat deutlich mehr Dampf als der AE86, was ihn teilweise unkontrollierter macht, als ich den AE86 in der Runde hatte. Man muss wirklich vorsichtig mit dem Gas sein. Also sonst dreht man sich ganz schnell mal. Oder macht das da. Na komm. Ein bisschen Handbremse kann auch nicht schaden. Okay, das sind deutlich mehr Punkte. Wenn der andere jetzt nicht viel besser ist, sollte das klappen. Ja. So ein One möchte ich jetzt beim nächsten Mal auch noch sehen, dann sollte es eigentlich drin sein. Ach. Ach, das ist erst das Halbfinale, okay. Du hast gut das Halbfinale erreicht. Jetzt Ruhe bewahren. Okay, wir fahren wahrscheinlich gegen den seinem Teamkollegen. Weil gleiches Auto, gleiche Lackierung. Ach ja, es kann auch sein, dass die Sponsoren sich ein bisschen geändert haben im Gegensatz zum letzten Mal. Weil ich musste das gerade eben nochmal neu machen, weil er das beim letzten Mal einfach nicht gespeichert hat. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich direkt danach hier das Spiel ausmache und der das gleich speichert. War ein bisschen doof von mir, aber naja. Es sollten ungefähr die gleichen Sponsoren eigentlich sein. Wenn mir zurzeit ein bisschen auffällt, dass das Ferodo mit dem Rot nicht wirklich auf die Lackierung passt, aber naja, vielleicht ändere ich das nochmal um. Oh, das hat auch richtig schön viel Punkte gegeben. Oh, der war auch wunderschön. Oh Gott, fast gedreht. Ich mag ja an sich so Bergstrecken richtig gerne. Da kommt mein innerer Takumi durch. Aber jetzt nicht. Nicht, wenn ich sowas mache. Oh, das hat sogar noch diese Fahnenpunkte gegeben. Die geben hier richtig viele Punkte, wenn man nah an den Fahnen vorbeidriftet. Da kann man richtig schön Punkte machen. Habe ich mich fast gedreht und habe den Combo verloren. Sehr schön. Okay, das wird relativ knapp, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass wir damit durchkommen. Ah, Scheiße. Ach du Scheiße. Puh. Das ist jetzt doof. Oh.
Gut. Haben wir verloren. Wo ist der eigentlich rausgeflogen? Mal da schon. Okay, das lief jetzt nicht so gut, aber naja. Ja. Vierter ist okay, denke ich mal. Ich denke auch, das müssen wir jetzt nicht nochmal fahren. Also, es lief ja ganz okay, sagen wir es mal so. Würde ich sagen, machen wir direkt mit einem nächsten Rennen weiter. Mein Ziel ist es ja, wie gesagt, auch nicht alle Events im Let's Play hier auf Gold zu fahren. Vielleicht mache ich das nach dem Let's Play nochmal, weil ich glaube, wenn man alle Events von so einem Block hier auf Gold fährt, schaltet man immer nochmal so ein spezielles Event frei. Das würde ich dann aber offscreen machen, dass die alle nochmal zu fahren auf Gold. Die Events würde ich dann wahrscheinlich nochmal aufnehmen und in extra Folgen packen, aber das machen wir wenn dann ganz am Ende. Erstmal kümmern wir uns einfach nur darum, einfach mal alles gefahren zu sein. Und wir machen jetzt einfach mal weiter, wieder in Europa. Nee, in Amerika, genau. Und zwar mit den Open Wheelern. Da müssen wir uns ein neues Auto kaufen. Wahrscheinlich das Formel 3 Auto, oder? Ja, das Formel 1 Auto. Das Formel 3 Auto. Ja, ich würde sagen, wir kaufen den jetzt einfach neu. Der kostet zwar relativ viel, aber gebraucht zu holen, es ist immer ein Risiko mit dabei, dass das Auto weniger Leistung hat und wenn man ihn neu holt, ist er halt neu. Ja. Und es kostet auch nicht so viel mehr, ihn neu zu kaufen, von daher. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Egal. Die werden relativ anspruchsvoll zu fahren sein, denke ich mal. Und die sind scheiße schnell. Oh ja, die kommen auch mit einem Heckenbissen. Oh Gott. Das war schlecht. Wir haben uns nämlich die ganze Front schon kaputt gemacht. Im echten Formelsport konnte man so jetzt eigentlich gar nicht weiterfahren. Weil er die ganze Zeit, weil man gar nicht mehr mit die Kurve kommen würde. Hier geht das zum Glück. Wir kommen aber relativ gut durch. Muss man mal schauen, ob sich vielleicht KI verstellt hat, weil normalerweise haben die immer ein bisschen mehr zugemacht. Andererseits bin ich auch ziemlich brachial ja durchgefahren. Und oh, komm. Ich entschuldige mich, wenn ich ein bisschen weniger laber, aber Waste Driver Git ist halt nicht so das Spiel, wo man die ganze Zeit einfach dazwischen labern kann. Da muss man sich mal ein bisschen konzentrieren, um nicht komplette Scheiße zu bauen. Das war, glaube ich, mein Frontspoiler. Oh. Ich muss aufpassen, ich darf das Auto nicht zu sehr kaputt machen. Komm rum. Oh, natürlich. Was machst du denn? Fahren sich deutlich anders als die anderen Formelwagen, die wir davor hatten. Er untersteuert viel mehr. Der andere war ein bisschen quirliger, aber der ist in so schnellen Kurven mehr am Untersteuern. Aber man kann auch extrem schnell durch die Kurven durchfahren, das muss man auch dazu sagen. Oh, komm. Oh Gott, da haben wir gerade unser ganzes Heck zerlegt. Oh, das ist ein cooles Detail, der Motor bewegt sich ein bisschen. Das sieht ziemlich... Oh, natürlich. Sieht ziemlich cool aus mit dem Motor so. Aber ich denke mal, in echt würde man so ihn gar nicht mehr richtig fahren können. Weil er, wie gesagt, gar keinen Anpressdruck mehr hat. Und die Dinger leben ja eigentlich vom Anpressdruck. Oh, das tut mir leid. Eigentlich nicht, aber okay. Oh, hallo, würdest du bitte aufhören zu bremsen? Komm, das spule ich mal zurück. Da war ich jetzt ein bisschen zu brutal.
Ja, rasen wir natürlich immer noch hinten rein. Ja, der Markus Linden macht doch ziemlich zu immer. Sag mal. Das meine ich mit dem Untersteuern. Er kommt manchmal wirklich einfach nicht um die Kurve. Ja, halt die Klappe, das wissen wir doch schon. Mein Gott. Das haben wir schon gehört. Super. Warum können wir nicht weiter zurückspulen? Das ist scheiße. Egal. Ja, den ersten werden wir jetzt nicht mehr bekommen, aber... Zumindest scheiden wir nicht aus dem Rennen aus. Ich weiß gerade nicht, ob das Untersteuern dran liegt, dass wir den Wagen schon beschädigt haben, oder... Ah, Mann! Oder ob der wirklich so untersteuert. Es kommt mir teilweise ein bisschen komisch vor. Ja, immerhin Zweiter. Das war komisch. Irgendwas hat sich jetzt anscheinend abgemeldet bei mir am Computer. Hoffen wir mal, dass es nichts Wichtiges ist. Aufnahme scheint aber noch zu laufen, deswegen... Okay, unser Eiji kommt da hinten nicht wirklich gut mit. Aber das wissen wir ja, er ist nicht so gut im Formelsport und so. Stehen? Nö. Komisch. Ist das ein Sponsor oder was? Honda als Sponsor, geht das? Komisch. Oh, hallo! Mann! Also ich muss mich wirklich... Sorry, wenn ich mal ein bisschen brutal fahre. Ich muss mich zurzeit noch ein bisschen an das Handling von dem gewöhnen. Weil es ist doch ein bisschen anders, so einen Formelwagen zu fahren, als irgendwas anderes. Ja, also ich mache das nicht extra oder so. Keine Sorge. Das scheint eine relativ lange Folge, wenn danach jetzt noch ein Rennen oder so kommt. Oh, ja, super. Er hält mir den Rücken frei. Ich merke schon, ich bin heute ein bisschen am Waiten. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht extrem die Überhand nimmt, aber... Ich wollte eigentlich nur eine schön gemütliche Runde aufnehmen und dann kommt sowas. Ja, sag mal, die sind aber auch teilweise echt langsam in den Kurven. Und dann blockieren sie einen auf der Geraden, also... Hallo, komm rum! Also das Untersteuern, das nervt echt. Kann nicht sein, dass ein Formelwagen so untersteuert. Du musst den wirklich in der Kurve ein bisschen mit... kommen lassen, damit er rumkommt. Ja. Und knapp. Oh, im Bremspunkt hier, den erwische ich nicht so wirklich. Der hat sich auf jeden Fall verabschiedet. Okay, das sind wieder zwei Rennserien dann wahrscheinlich, wo wir nicht wirklich gut durchkommen. Ich meine, gut, das Rennen ist jetzt noch nicht zu Ende, aber... Vorne, die setzen sich schon ein ganz bisschen ab. Das könnte knapp werden, da noch ranzukommen. Ich muss ein bisschen vorsichtiger mit den Triggern umgehen, weil beim Formelwagen blockieren die Räder sehr leicht, weil er so leicht ist, denke ich mal. Mach doch nicht zu.
Ich bin da noch irgendwo. Ich muss auch rum. Ja, und dann fährt er in der Kurve so nah. Auch mal wieder ein bisschen mit der Kamera rumspielen für Thumbnails. Campeier. Oh, das war schon ein bisschen besser. Oh, das war nicht besser. Da sage ich, es war besser und was mache ich? Ich drehe mich in der nächsten Kurve. Oh, das. Also die Kurve, mit der werde ich einfach nicht. Mit der komme ich einfach nicht klar. Die mag ich nicht. Ja, sind wir sogar doch noch relativ weit, relativ gut nach vorne gekommen. Weiter als so geht ja nicht. Ich hoffe mal, dass in der nächsten Folge, das nächste Rennen meine ich, also die nächste Serie, etwas gemütlicher wird von den Disziplinen her. Damit ich auch mal wieder ein bisschen was labern kann. Weil außer was hier jetzt passiert, kann ich jetzt nicht so viel erzählen, da muss ich mich doch ein bisschen zu sehr konzentrieren. Da habe ich, denke ich mal, noch nicht die Erfahrung vom Commentary her, dass ich das so kann. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass man das halt mit der Zeit lernt. So Multitasking her, von wegen Erzählen und Fahren. Aber wir haben es. Ja, dann sollten wir doch theoretisch in der Rennliste jetzt oben sein, oder? Ja, sind wir, sehr schön. Marcus Linton hat sich anscheinend ziemlich verrechnet jetzt. Aber unser Egi auch, also. Ja, ich bin schon am Überlegen, ob wir uns vielleicht mal einen neuen Teamkollegen gönnen, weil unser Egi ist zwar in, manche Disziplinen ziemlich gut, also ich glaube Profi-Tuning war der ja wirklich sehr gut. Aber in sowas hier, ja, wäre es halt doch mal schön, wenn man einen Teamkollegen hätte, der zumindest ein bisschen weiter nach vorne kommt. Er muss ja nicht um den Sieg mitkämpfen. Mir wäre es sogar relativ lieb, wenn er nicht um den Sieg mitkämpft, damit ich es selber leicht habe, noch nach vorne zu kommen. Weil soweit ich weiß, war es hier im Spiel so, wenn man sich den besten Teamkollegen holt, hat man eigentlich kaum noch eine Chance, wirklich selber nach vorne zu kommen. Weil der halt eigentlich immer Erster wird. Mann. Dann hole ich mir lieber irgendeinen günstigeren. Günstigeren natürlich. Irgendeinen nicht ganz so guten. Damit man auch noch Chancen hat. Und der verlangt dann vielleicht auch nicht so viel. Naja, solange nicht das, das macht wie beim letzten Rennen, ist doch, ist mir ganz lieb. Ja, da wird er wahrscheinlich reinstechen, oder? Nee, doch nicht. Ich verstehe aber auch nicht, warum ich immer so weit hinten lande, weil der ist doch jetzt zur Zeit sogar Siebter. Er kann es ja eigentlich. Und dann passiert halt wahrscheinlich irgendwas. Hab ich gesehen. Manchmal bin ich echt froh, dass das Schadensmodell hier nicht so realistisch ist. Weil bei sowas würde man ja echt schon ganz schön, eigentlich einen ganz schönen Schaden erleiden. Oder zumindest hätte man die Chance, einen ganz schönen Schaden zu bekommen. Komm rum. Die Stadtkurse sind eigentlich echt nicht gut für diese Autos. Die fühlen sich eigentlich eher auf Rennstrecken wohl, aber naja. Das ist halt so ein bisschen wie Monte Carlo. Das war nicht ganz so eng, aber oh, das war ekelhaft. Wow. Das will ich mir nochmal anschauen. Warte mal. Weil ich, das war dieses Unterschnellen, von dem ich die ganze Zeit erzähle, weil da kommt er einfach nicht um die Kurve. Und dann bleibe ich hier
am Reifenstapel hängen. Autsch. Das tut bestimmt ganz schön weh, wenn man drin hockt. Kann ich mir vorstellen. Dann fährt der uns nochmal rein. Oh Mann. Das Ganze nochmal. Was? Nein, direkte Wiederholung. X. Ach, ich habe Y gedrückt. Ups. Gib mir schon mal das los. Das sieht doch besser aus. Hier Markus Link. Linton ist wieder vorne. Allerdings sollte er ja nicht mehr groß um den Titel mitkämpfen können nach dem letzten Rennen. Oh, hallo. Okay, das war schlecht. Ja, jetzt nicht mehr. Sag mal, ich muss mich wieder konzentrieren. Hoffen wir, das Auto hat nicht zu viel mitgenommen. Dass er noch einigermaßen fahrbar ist. Aber ich merke aber schon, er kommt noch weniger um die Kurve rum. Ah, super. Denk mal, viel mehr als ein dritter Platz oder so wird's nicht. Mit dem Schaden jetzt. Aber noch haben wir eine Runde. Ah, bleib stehen. Ich glaube, wir haben auch keinen Replay mehr. Das heißt, wir müssen uns auch einigermaßen vorsichtig fahren. Unfall. Okay. Ich sehe keinen Unfall. Oh. Und Gas. Es ist hinter mir. Gibt ganz schön Gas. Oh. Oh. So. Dritter Platz. Ist ganz okay. Hätte besser sein können. Ich hoffe mal, dass wir an sich die Meisterschaft noch gewonnen haben. Hab jetzt nicht drauf geachtet, wer Mutter war. Ja, doch. Das ging. Sehr schön. Eiji ist nicht letzter. Yay. Ich bin zweiter in der Teamrangliste. Ja. Kann ich sehen lassen. Wenigstens nochmal eine Meisterschaft gewonnen. Lief dann doch besser, als ich noch gedacht habe. Wir haben das AAL-Profi-Abzeichen schon fast. Wir sollten die Staaten jetzt nicht verlassen. Ach doch. Ich mach das immer abwechselnd. Oh ja, das haben wir echt schon fast. Das ging relativ schnell. Wir haben ja noch relativ viele Events. Also noch 4 Events jetzt in der Pro-Liga. Gut gemacht. Na gut. Ein beeindruckender Sieg. Da lacht das Bankkonto. Oh. Ja, da haben wir den Wagen auch wieder drin. Das ist sehr schön. Und nochmal 3 weitere Sponsoren, die wahrscheinlich auch wieder richtig schön viel Money geben. Die Arbeit für andere Teams kommt man fix zu etwas Geld. Es gibt einen Festbetrag pro Rennen, sowie Boni, wenn du besser als erwartet bist. Da würde ich auch einfach mal sagen, machen wir das noch gerade. Dann schauen wir mal. Na gut, so viel geben die nicht. Police ist ziemlich gut, weil das 5. Position ist. Den können wir gegen so einen kleinen hier austauschen. Von der 4. Position? Gibt das mehr? Nee, komm. Machen wir wirklich so einen kleinen. Und wenn wir dann mal nicht gewinnen, gut. Ist halt. Sind halt ein paar Centbeträge, die dann uns durch die Lappen gehen. Recaro an 3. Position, das kann ich auch noch lohnen. 17,25. Wie ich sagen, ändern wir. Na komm, wechseln wir das gegen Lucas Oil. Ja, genau. So, und dann würde ich auch sagen, war es das für die nächste Folge. Ich nehme jetzt direkt gleich noch eine Folge auf, damit ich auch mal ein bisschen was zum Hochladen habe und nicht wieder komische Ausreden benutzen muss wie diese Folge. Wie immer, wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Themenvorschläge,
worüber ich labern kann und sonstiges habt, immer schön in die Kommentare mit, da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fuzzy Bear.